Ja, und jetzt fragen wir uns, was die armen Männer wohl dazu sagen. Denn was müssen sie heute alles beherrschen? Erfolgreich im Job sein, liebevolle Väter, gute Ehemänner und jetzt auch noch das. Männer bekommen Profi-Shopper, also professionelle Einkäufer an die Seite. Eine neue Geschäftsidee, damit er nicht mehr die Tennissocken zum Anzug trägt. Nur was sagen die Männer dazu? In Robert Schröters Kleiderschrank herrscht Chaos. Unmögliche Hemden, dazu furchtbare Krawatten. Der angehende Geschäftsmann steht auf Krokolederschuhe, schrille Muster und pinkfarbene Brillen. Doch in seinem Beruf kommt das eher nicht so gut an. Mein Styling ist sehr extravagant und ich finde es selber sehr gut. Nur in meinem Job ist halt eine gewisse konservative Art gefragt und oft habe ich da Reibungspunkte. Deshalb hat Schröters Freundin Profi-Shopper Andreas Weinziel zur Hilfe gerufen. Er soll dem Versicherungsagenten beibringen, wie er sich geschmackvoll und angemessen kleiden kann. Mit einem Blick in Schröters Kleiderschrank kommt Weinziel zu einem vernichtenden Urteil. Was haben Sie dafür bezahlt? 300 Euro. Mhm, sehen Sie? Ich würde nicht mal 10 Euro ausgeben. Hier, das Revier steht ab und hier ist es zu kurz. Das sehen Sie eindeutig, ja? Ja, wenn Sie die Hände nach vorne einmal ziehen. Also sehen Sie, das spannt auch in diesem Bereich, ja? 300 Euro für ein unbrauchbares Sakko. Was für Robert Schröter zum Glück keine Katastrophe ist, wäre für manch anderen eine mittlere Finanzkrise. Es folgt die Typberatung mit Hilfe der 4 Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jeder Mensch passt in eine Kategorie. Sommer gleich helle Töne, der Wintertyp steht für Kühle. Was jetzt zu mir persönlich passt, so in der Mitte würde ich sagen. Nach dieser Formel erfolgt die Zusammenstellung des individuellen Outfits. Haare, Jacken, Uhren, alles eine Frage der richtigen Diagnose. Wählt man die falschen Farben für seinen Typ, kann sich das negativ auf die Fremdwahrnehmung auswirken. Niemandem bleibt dann das Gesicht hinter der aggressiven, pinkfarbenen Brille in Erinnerung. Ich würde sie als Sommertyp einstufen mit einer Wintertendenz. Mhm. Genau. Und das mache ich fest anhand ihrer Haarfarbe. Okay. Hautfarbe und Augenfarbe. Der Typ steht also fest. Jetzt macht der Profi-Shopper aber endlich das, was er am besten kann: Shoppen. Ein neuer Anzug muss her. Doch wie geht es Schröter bei diesem Frontalangriff auf seine Persönlichkeit? Es bedarf doch gar nicht so viel Extravaganz aufzufallen. Ich denke, wenn es klassisch zusammenpasst, dann erregt man schon Aufmerksamkeit genug. Und das hat hier sehr gut funktioniert. Doch damit nicht genug. Als nächstes steht der Optiker auf dem Plan. Fürs Geschäft nicht klassisch genug. Klassisch genug? Was stört Sie dabei? Also der gelbe Bügel und der auffällige Schnitt hier an der Seite. Ja, aber das mögen Sie doch. Sie mögen doch diese Extravaganz auszuleben. Was meinen Sie jetzt? Ja, privat bestimmt, aber geschäftlich. Ja, für die Freizeit würden wir gerne, ja? Genau. Im Sommer, oder? Genau. Okay. Also für privat sehr gut. Sehr schön. Geschäftlich stellen wir das ein bisschen nach hinten. Genau, sehr schön. Haben wir was dazu gelernt? Obwohl Schröter ausgefallene Brillen super findet, sieht er ein, dass klassische Gestelle in der gehobenen Gesellschaft einfach besser ankommen. Erfolg fordert eben seinen Tribut. Herr Schröter hat sehr gut mitgemacht und er hat auch selbst auch eigene Brille auch ausgesucht. Und jetzt weiß er genau, was zu seinen feinen Gesichtszügen bzw. zu seinem Outfit passt, nur so eine Brille. Und das ist das Ergebnis. Ergebnis ist, dass er was gelernt hat. Fehlt noch eine neue Frisur, um das Image vom erfolgreichen Geschäftsmann perfekt zu machen. Beim Edelfriseur ist das die reinste Entspannung. Dann ist es soweit. Schröter präsentiert sich seiner Freundin und Gönnerin. Und wie gefällt ich dir? Gut. Prima. Sag nichts Falsches. Ja, weiter. Ja, doch. Schön. Sehr schick. Sie war eigentlich hier die Auftraggeberin. Sie hat einen Farb- und Stilberater an Herrn Schröter geschenkt. Und ich sehe die Begeisterung in ihren Augen. Und das ist das erste Zeichen, dass es ein gelungenes Ergebnis ist. Und ich persönlich bin zwar müde, aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube schon, dass er da im ersten Moment nicht ganz so begeistert drüber war. Aber wenn man sich jetzt so das Endergebnis anguckt, glaube ich, kann er ganz zufrieden sein, dass ich das gemacht habe. Da ich auf dem Standpunkt, an dem ich jetzt bin, sehr glücklich bin, hätte ich in dem Punkt, wenn es ihr nicht gefallen hätte, wahrscheinlich trotzdem da standgehalten. Denn ich bin sehr zufrieden, so wie es jetzt ist. Und so möchte ich auch bleiben. Begeisterung auf allen Seiten. Endlich hat Robert Schröter so viel Stil, wie es sich für einen Mann in seiner Position gehört. Investition satte 2.500 Euro. Doch die holt er sich über das vom Profi-Shopper angekündigte Kundenplus locker wieder rein.